nur dann vernünftig funktionieren kann, wenn es den Städten und Gemeinden in Nordrhein-Westfalen gut geht oder relativ gut geht. Nun sitzen wir in Düsseldorf, da ist das Thema nicht so ganz auch virulent, aber nicht so ganz virulent vielleicht wie in anderen Landesteilen von Nordrhein-Westfalen. Aber in der Tat ist das eine große Herausforderung aus unserer Sicht, dass man landespolitisch dafür Sorge trägt, dass unsere Städte und Gemeinden wieder handlungsfähig werden und dass man tatsächlich auch die kulturellen Aufgaben weiter wahrnehmen kann. Denn es ist ja immer eine große Diskussion, wenn es um Geldknappheit geht, wo muss man, wo darf man kürzen, wo muss man kürzen. Und da kennen Sie alle die fatale Diskussion über freiwillige und pflichtige Aufgaben. Und das ist auch ein Thema, mit dem wir uns befassen wollen in Zukunft, denn das darf auf keinen Fall passieren, dass in Zeiten knappen Geldes immer zuerst der Rotstift bei der Kultur angesetzt wird, aber die Kommunen können ja oft nicht anders, weil sie gezwungen werden von der Aufsicht, die sie sozusagen überwacht. Insofern ist es also richtig, dass aus meiner Sicht richtig, aus unserer Sicht richtig, dass wir uns zu einem Stärkungspakt Stadtfinanzen auf Landesebene verabredet haben, den wir natürlich auch umsetzen möchten, der nochmal deutlich macht, dass wir hier den Kommunen wieder etwas von der Stabilität zurückgeben möchten über Geld, über den Stärkungspakt, den sie verloren haben in den letzten Jahren. Das ist ein erheblicher Anteil gewesen. Mit anderen Worten erhoffe ich mir natürlich davon auch, dass die Kommunen eben entsprechend auch im kulturellen Bereich nicht ganz so knapp dastehen, wie sie zurzeit dastehen, aber das bleibt natürlich auch noch abzuwarten, da kann man an der Stelle auch gar nichts versprechen. Und ich bin ganz am Anfang immer wieder gefragt worden, ja, kann sich Nordrhein-Westfalen denn messen mit anderen Standorten wie Berlin oder wie München? Und ich bleibe an dieser Stelle einfach mal eine neue Gewichtung sagen, weil ich weiß, dass mein Vorgänger durchaus versucht hat, hier auch Akzente zu setzen nach dem Motto, da müssen wir aber hin. Da müssen wir hinkommen. Ich sehe das an der Stelle etwas anders. Ich glaube, dass wir durch die Vielfältigkeit des Landes mit den Metropolen, die sie auch so unterschiedlich darstellen, mit dem Ruhrgebiet, mit dem ländlichen Raum, eine unglaublich interessante, innovative und vielfältige Kulturlandschaft haben, die sich mit gar nichts hinter dem verstecken muss, was international oder national eben in anderen Metropolen stattfindet. Dazu haben Sie wahrscheinlich alle einen Beitrag geleistet, die Sie hier sitzen, weil Sie wahrscheinlich fast alle im Bereich der Kulturpolitik auch bei der Kultur tätig sind, der Kunst und der Kultur tätig sind. Und ich glaube, jedem hier im Raum ist klar, was man mit der Verbindung von Jugend und kultureller Bildung, Kunst und Kultur bewirken kann, auch was man mit dem Bereich Familie, Kinder und Kunst und Kultur verbinden kann. Also da gibt es wirklich ganz, ganz spannende Nahtstellen. Es ist allerdings so, das muss ich auch fairerweise sagen, bis so ein Haus zusammenwächst, das dauert ein bisschen. Und ich habe eine erste Klausurtagung natürlich mit allen Abteilungen gemacht. Wir haben auch mächtig übereinander gestaunt, was sie alles so gegenseitig tun. Aber das jetzt zu vernetzen und zu verbinden und dann tatsächlich auch die Synergieeffekte zu schaffen, das ist natürlich jetzt die Kunst der nächsten Jahre oder der nächsten Zeit, die wir uns vorgenommen haben und die wir einfach auch dann weiterentwickeln wollen. Ich möchte aber auch nochmal deutlich machen, dass eine kulturelle Bildung nur da funktionieren kann, wo auch wirklich eine starke Kunst ermöglicht ist. Das gehört ganz, ganz unmittelbar zusammen, denn ästhetische Konzepte können auch nur vermittelt werden, wenn es sie gibt. Sonst kann man sie auch nicht vermitteln. Das ist eine Binsenweisheit, aber darum ist es trotzdem nochmal wichtig, es hier deutlich zu erwähnen, denn neben der kulturellen Bildung ist das aktive Erleben von Kunst und Kultur im eigenen Tun auch ganz entscheidend für junge Menschen. Und die künstlerische Arbeit junger Menschen wollen wir natürlich auch weiter in den unterschiedlichsten Projekten fördern, wie im Bereich Tanz, was wir hier in Düsseldorf auch ganz stark haben, und dass wir auch zukünftig, ich glaube, Nordrhein-Westfalen hat sich zu so etwas wie einem Tanzland entwickelt, was wir natürlich auch weiter unterstützen wollen, das ist ganz klar.